3D war der Hammer. Also es ist so genau habe ich es noch nie beobachten können, nicht mal im Kino. Also ich fand es extrem gut. Das ist schon so weiterentwickelt und ja, man denkt richtig, die Sterne und alles, was im Fernsehen abgebildet wird, kommt auf einen zu. Das ist schon sehr beeindruckend. Sehr, sehr viel, sehr gut war. Insbesondere das große Eingang ist sehr schön zu sehen mit den Brillen. Und die Brillen ist auch ein bisschen sondern leicht, oder? Ja, leichter. Ja. Sehr beeindruckend. Vor allen Dingen der 84 Zoll war sagenhaft. Hier ist das Gerät extrem dünn. Ich hänge es an die Wand wie ein Bild und ich denke, ich gucke in mein Aquarium. Wahnsinn. Doch, es kam sehr realistisch rüber und ich finde sogar, dass der 3D-Effekt sogar noch besser ist, als man es im Kino gewohnt ist. Also es kam schon wirklich sehr echt rüber, auch wenn Bälle oder so auf einen zukommen. Ist schon krass, das zu sehen. Man denkt man, die kommen wirklich einen auf einen zu und will die fangen und das ist schon cool. Ja, ich habe auch einen Fernseher von LG zu Hause und auch mit Polarisation. Ich hatte einmal von Philips mit Shuttle-Brille und das war zu schwer und hat einfach so Kopfschmerzen verursacht und das ist natürlich viel besser, viel leichter. Und vor allem einfach so auch Blickwinkel ist in Ordnung und deswegen finde ich, super, man kann nur genießen das alles. Wirklich. LG. Life's good.